Unfassbar, durch den Film Stuart Little ist ein verschollenes Bild wieder aufgetaucht. Alle dachten, das hier wäre eine Requisite, aber es ist ein Original. Und zwar von dem Maler Robert Berigny. Ich will Kunst entdecken, lass uns Kinderfilme gucken. Ein Kunsthistoriker hatte 2014 Stuart Little mit seiner kleinen Tochter geguckt und da das Bild wiedererkannt. Say what? Seit 90 Jahren wusste niemand, wo dieses Bild war. Ein Hollywood-Studio hatte das für umgerechnet 320 Euro gekauft und wusste überhaupt nicht, was das ist. Und als dann klar war, oh, das ist von Robert Berigny, wurde das für 230.000 Euro versteigert. Also, guckt Filme aufmerksam.